Hey Leute, sprich euer Mima Muschmann, heute geht's um den Duft der Frauen. Da es sich um Frauenparfüm handelt, habe ich auch natürlich eine weibliche Meinung dazu geholt. Faya, Grüße gehen an Isa raus, ich leih mir kurz eine Freundin aus. Wolltet ihr immer schon mal wissen, wie Anime-Girls in Anime riechen? Was? Wie soll das gehen? Weiß ich auch nicht, scheint aber eine gute Marketingstrategie zu sein. Ich meine, die Weeps unter euch würden eine Menge Geld ausgeben, um eine getragene Kniestrümpfe eurer Real-Life-Waifu riechen zu können. Was ja eine normale Sache ist, wie wir alle wissen. PS, ich rieche an Aquas Höschen. Da viele von euch bestimmt auch lieber aus einer Anime-Tasse trinken möchtet, anstatt aus einer normalen, verbindet man sein Hobby und Gebrauchsgegenständen im Alltagsleben. Da Parfüm mich gar nicht interessiert, wird euch die liebe Faya mal dazu mehr erzählen. Mich interessiert Parfüm eigentlich auch nicht wirklich, aber nun gut. Es gibt einmal dieses stinknormale Parfüm, dann Dufthandgel, Ganzkörpertee und coole Raumduftstäbchen. Ich kann mir gar nicht so wirklich vorstellen, wie es alles riechen soll, denn niemand weiß so wirklich, wie Anime-Girls riechen. Erinnert mich etwas an das Badewasser von Belle Delphine. Best Girl ist by the way Sumi, sie ist einfach ultimativ cute Waifu-Material. Nun, ich denke, für Frauen und Düfteliebhaber könnte es nützlich sein. Aber die Vorstellung, seine Waifu riechen zu können, ist schon fantasievoll. Ich meine, würde meine Waifu Aqua ein Parfüm bekommen, würde ich mir eigentlich nur, ja, Wasser auf mich sprühen. Ich würde dann natürlich und schön wie meine Göttin Aqua riechen, aber es muss nicht sein. Die Frage lautet also, von welchen Anime hättet ihr gerne ein eigenes Parfüm? Schreibt es mir in die Kommentare. Vergiss nicht bei Faya ein Abo dazulassen. Link dazu in der Beschreibung. Sie fängt in nächster Zeit ebenfalls mit Anitiumen an. Da geht es um Magical Girls, Idols and Cute Stuff. Dieses Video war ein bisschen kurz, aber ich hoffe, euch gefällt auch diesen Format. Diese in kurz gehalten und so. Aber auf jeden Fall Faya abchecken, vorbeischauen und reingehauen.